kriegen. Ja gut, ich meine, es gibt ja durchaus bei... Ey, jetzt kommt der ja. Es gibt ja durchaus so belegte Brötchen oder sowas, also... Ich sterbe. Ich bin gleich tot. Scheiße. Ja. Renn, 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 renn. So. Jetzt gehe ich nach Hause. Das kannst du aber wissen. Also. Naja, ich könnte schon mal noch mehr einen Hamburger oder so kaufen. Ich begreife tatsächlich keinen Hamburger mehr. Hätte ja sein können. Aber dann gehen wir lieber in den gesunden Burger-Shop. Ne? Die machen mal ein bisschen Salat drauf. Das geht schon. Ist gesund genug. Hallo, kann ich deine Bestellung annehmen? Smiley, smiley. Hamburger. Entschuldigung, ich habe nichts bei mir. Ich muss. Ach. Ich muss erstmal Geld abheben. Ja, schon, ich vergesse mal wieder, dass das bei dem Spiel so funktioniert. Was hatten die hier noch ein. Ja, komm. 14,28. Genau. Das ist genau dafür reicht, sozusagen, ne? 28 Dollar. Ey, ich finde es immer noch lustig, sozusagen, dass ich hier einfach Geld abheben muss, dass ich die ganze Zeit mit mir rumtrage. Ist ja auch mal witzig, bei allen anderen JRPGs ist es ja immer so, dass man tonnenweise Geld mit sich rumträgt, ne? Also, so 14 Dollar ist übrigens ein ziemlich teurer Preis für einen Burger, meine Fresse. Obwohl, das wird dabei wahrscheinlich ein normaler Preis ist, ich weiß gar nicht. Dankeschön, möchtest du noch was haben? Was kann ich für dich tun? Nochmal einen Hamburger. Oh, danke. Du warst immer dicker. Und tschüss, Smiley, Smiley, komm wieder. Gut. Ich will trotzdem mal gucken, was mich jetzt interessiert. Ist, warte mal. Gut. Okay, ja, so ein bisschen ungünstig sortiert, sagen wir es mal so, ne? Aber gut, also schade, dass das irgendwie ein bisschen besser angeordnet ist. Würde viel helfen wahrscheinlich, ne? Wenn das einfach... Wenn man da Hamburger mal 4 hinschreiben würde, als jetzt den Hamburger jedes Mal aufzuzählen. Auf jeden Fall habe ich jetzt 4 verrottende Hamburger in meiner Hosentasche. So, und jetzt sollte ich jetzt doch gut ausgerüstet sein, ne, für den Kampf. Ich glaube schon. Ich glaube, wir sollten keine Probleme haben. The Dead, ja, ja, sein Papa. Lalala. Speichern. 207, ne, Record, alles getan. Bla bla bla, ja. Geh wieder pennen. Der ist immer nur am Pennen, der Vater, ja, wirklich. Der macht nichts anderes. Klick, klick, beep, beep. So, jetzt hier. Ach, du bist schon wieder da zum Schlafen. Machst du überhaupt was anderes? Du kannst doch nur pennen. Pennen und kämpfen, pennen und kämpfen. Ist das dein einziger Lebenssinn? Und dann frisst du immer nur Klops. Da musst du dich nicht wundern, wenn du selbst zum Klops wirst, ja. Nicht mal ein bisschen abwechslungsreiche Ernährung, nicht mal ansatzweise. Gar nichts dergleichen. Das kommt der Rabe, den werden wir mal so ein bisschen austricksen hier. So. Gut, dann würde ich mal sagen, Endgegner, ne? Bossfight Time. So, dann wollen wir mal draufhauen. Da wartet er schon mit seinem komischen Gerät. So, das heißt, wir müssen jetzt hier 3 Kämpfe bestehen. Einmal gegen den Typen, dessen Bande wir... Ah ne, der ist schon weg. Okay, dann kommen wir gleich durch. Hey, du bist es wieder. Denkst du wirklich, dass du Frankenstein Mark II schlagen kannst? Bist ganz schön überselbstbewusst, hä? Na los, Frankenstein Mark II. Ach so, ich muss jetzt nur gegen Roboter kämpfen. Okay, das schaffe ich. Da bin ich jetzt sehr zuversichtlich. Sehr, sehr zuversichtlich. Ja, so da will mich jetzt mit Dampf irgendwie angreifen und so. A Punch 15. Ja, komm, das ist okay. Ja, der bläst ganz schön viel
Dampf. Aber mehr macht er gar nicht. Ja. Ah, 24. Ja. Ah, ich habe ihn zerstört. Wow, ich habe es geschafft. Und das hat es jetzt gelohnt, oder? Komm schon. Ah, 76 ist okay. Sehr schön. Das ist mein erster Verlust, meine erste Niederlage. Ja, der fehlerhafte Frank ist jetzt eine Niederlage. Oder Niederlagen-Frank. Ich weiß, dass du herumgefragt hast. Also werde ich dir etwas über den gigantischen Fußstapfen erzählen. Es scheint, naja, ein ziemlich kraftvoller Ort zu sein, verstehst du? Irgendeine Spezialkraft ist da drin gespeichert, ne? Ich habe keine Drogen genommen, keine Sorge, ne? Das erlaubt auch bestimmten Leuten ganz wundersame Sachen hier zu performen, verstehst du? Wie dem auch sei, ein Monster hat alle Energie abgesaugt an diesem Ort. Es ist sehr schwer, zum großen Fußstapfen zu gelangen, das ist alles, was ich weiß. Ich schlage vor, dass du mehr Informationen sammelst. Oh, ja, ich helfe dir nicht mehr, was soll ich damit sagen, ne? Der Eingang zum Pfad zum großen Fußstapfen ist hinter dem Touring Entertainer Shack. Aha, wo ist der? Perkel, der Bürgermeister von Onet, hat den Schlüssel zum Shack. Ness, du bist stärker als ich, ja? Dein Abenteuer fängt erst an. Warum bist du plötzlich so nett zu mir? Ich meine, du hast die ganze Stadt terrorisiert. Jetzt plötzlich bin ich dein Best Buddy oder was? Ich meine, komm ich mit klar, verstehst du? Ist okay. Yeah! Ich habe nicht mit dir gesprochen. Geh mir aus dem Weg. Gut, hier unten ist ja dann scheinbar immer noch geschlossen. Das heißt, wir müssen dann zum Scheck. Ne? Das ist ja, wenn ich das auf der Karte mal betrachte, das Ding da oben links, oder da oben, ganz oben, beim Rathaus. Ne, das da oben ist die Bibliothek. Rathaus ist ja in der Mitte. Da müssen wir hin und den Major mal ein bisschen anbetteln. Den Major fragen, ob der uns mal ein bisschen aushelfen kann. Aber schön, dass wir es geschafft haben. Ich bin echt zufrieden. Also. Das sieht aus wie das Rathaus. Steht auch Town Hall dran. So, Major. Ich gehe mal davon aus, du bist hier. Wo waren der nochmal? So, ich muss mit dir reden. Naja, also, da du ja die Sharks verprügelt hast, bist du jetzt wirklich das Gespräch der Stadt. Bist richtig geil, weißt du das? Major Perkel wartet auf dich. Also jetzt, wo ich plötzlich, ja, jetzt, wo ich das gemacht habe, was der mal hätte machen sollen, ich meine, der hat doch hier bestimmt die Mittel, hätte er die Polizei ein bisschen eingeschaltet. Jetzt musst du die extra euch auf einen kleinen Jungen verlassen, der die Schlägertypen verprügelt. Super. Und jetzt bin ich es wert, mit ihm zu reden. Na, super. So. Danke für alles, was du getan hast. Wir sind ja total unfähig, ne? Also. Ja. Der sieht wirklich so aus wie der Bürgermeister von dieser Stadt. Ja, in der nächsten Wahl, ne? Solltest du bitte eine Sprache halten, um unserem Mage, also unserem Bürgermeister Perkel zu unterstützen, ne? Wir sind unfähig. So, jetzt du. Hey, 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 hey. Ich bin der Bürgermeister BH. BH, verstehst du, Perkel? Es freut mich so sehr, dich zu treffen, ne? Du hast die Town-Bullies verprügelt, blutig und krankenhausreif geschlagen. Hast sie so richtig, richtig verprügelt, ihren Arsch getreten, ne? Ihre Köpfe abgebissen, ihnen die Augen gespuckt, sie dazu gebracht, dich einzupinkeln. Du hast sie dazu gezwungen oder dazu gebracht, dass sie versprechen, keinen Ärger mehr zu machen. Dankeschön. Ja, was? Du möchtest den Schlüssel für diesen, ja, Tourismus-Entertainer-Schuppen haben. Ja, für so einen großartigen Typen wie dir kriegst du natürlich den Schlüssel, ne? Dann gebe ich dir den Schlüssel, weil du dann sozusagen hilfst, ja, die Stadt friedlich zu halten. Wie dem auch sei, wenn du eine sehr, sehr gefährliche Situation encounterst, ja, frag mich aber bitte nicht, frag mich nicht danach, nach Verantwortung, im Sinne von, also ich bin dafür nicht verantwortlich, wenn du stirbst oder so, ja. Ich habe es jetzt auch geschafft, jegliche Verantwortung auszuweichen, verstehst du, also. Ja, du bist ein ziemlich kluges Kind. Hier hast du den Schlüssel. Ja, auch wenn er ziemlich klein ist, ne, wie die Verantwortung, die ich trage, ist dieser Schlüssel sehr wichtig. Ja, du hast ziemlich viel zu tragen, wie es mir scheint, ja. Kannst ja ein bisschen Platz wegschmeißen, wenn du möchtest, und später wiederkommen. Ach so. Ah, ich hab ein Limit oder was? Wow. Na toll. Bei wem konnte ich das storen? War das im
Ich weiß gar nicht, wo ging das? Ging das im, hier, Dingsladen? Wie ist der? Hier, Drugstore? Ich glaube, irgendwo konnte ich das niederlegen. Ja, oder weißt du was? Komm, wir rennen jetzt wie extra zurück. Ich fresse jetzt mal einen Cookie. Können wir uns ein bisschen Platz, ein bisschen Zeit sparen. So, gut. Ja, guck mal, die Cookies brauche ich eh nicht mehr. So. So, haben wir uns ein bisschen geheilt. Passt schon. Nee, nicht wieder runterlaufen. Hey, 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 ich bin wieder Bär. Ja, du wiederholst dich, haben wir schon, lalala. Lass sie in die Augen gespuckt, ließ es sie einnässen, hast sie zerhackstückelt, was, du willst eine Schüssel haben? Ja, will ich. So großer ein Typ wie dir, bla bla, wunderbar, dankeschön. Ja, ja, bla bla, hilf Smart Kid. Hier ist der Schlüssel zum Schuppen. Ja, Ness hat den Schlüssel zum Schuppen bekommen. Willst du noch was sagen, Bürgermeister? Hey, hey, was ist denn dein Name? Wie heißt du nochmal? Ich bin so beschäftigt mit meiner Wahl, dass ich keine Zeit habe, dich zu treffen. Deine Schwester kann Sachen storen, lohnt sich aber nicht extra dafür. Halte einfach immer ein Inventar dort frei, ja. Ja, wie gesagt, ich habe jetzt den Cookie gefuttert. Der gibt ja eh nur 5 HP. Habe ich Geld bei mir? 0 Dollar. Ich überlege gerade, ob ich speichere oder ob ich einfach losgehe. Ich laufe nochmal nach Hause. Weißt du was? Komm, ich weiß nicht, was mich jetzt erwartet. Ich weiß, das ist jetzt viel Backtracking oder sowas, aber ich habe keinen Plan, ob da irgendwie noch gefährliche Monster auf mich warten. Bevor ich jetzt den ganzen Progress verliere, mache ich das. Ich überlege gerade auch, ob ich mir vielleicht ein bisschen Geld mitnehme. Also ich weiß nicht. Obwohl, es kann doch nicht notwendig, ich weiß nicht. Oh, ich habe ganz schön viel Geld auf dem Konto, ey. 527 Dollar. Nicht schlecht. Ja, rekorde mal. Weißt du was, ich nehme mal ein bisschen Geld mit. Ich weiß nicht, ob es da, ob ich jetzt ein bisschen weiter rausgehe oder sowas. Ich nehme mal 200 Dollar mit. Sicher, sicher. Ja, genau. Gib mir noch ein paar Klöpse, dann bin ich zufrieden. Eat some Klops and be happy, ne? So. Dann mal auf. Schade, dass ich die ganze Zeit alleine rumlaufe oder so. Aber es will keiner mit mir die Abenteuer bestreiten. Zumindest noch nicht, ja. Ich meine, meine Teammitglieder werden noch kommen. Davon gehe ich jetzt mal ganz stark aus, ne? So. Ja, Honored Town. Möchte mir auf jeden Fall, wie gesagt, noch ein bisschen Geld mitnehmen. 200, machen wir. Würde ich sagen. Ist vielleicht ein bisschen viel. Okay, ist zu viel. Ja, gut, dann. Dann nehme ich 100 mit, komm. Ein bisschen was will ich aber auf jeden Fall mitnehmen. Die K.O. geht alles weg, okay. Aber 100 ist in Ordnung, denke ich. Also. Das ist noch verkraftbar. Also, das kriege ich ja im besten Fall relativ schnell rein. So, jetzt erstmal wieder zurücklaufen auf den Dreckweg. Ja, oh gut, aber hast recht, vielleicht wäre 200 wirklich ein bisschen viel gewesen, weil das ist ja faktisch irgendwie so fast die Hälfte von dem, was ich da hatte, ne? So, na dann. Rein da. Die Tor ist verschlossen. Dann machen wir, warte, dann müssen wir das wahrscheinlich auswählen im Inventar direkt. Goods, Key to Check, Use. Ja, ich habe es benutzt. Die Tür ist offen. Yes, okay. Auch wieder schön alles hier zusammengebrochen. Kein Problem hier. Doch, alles kaputt. Ja, das sieht doch bequem aus. Wollen wir da nicht drin schlafen?
Das ist wahrscheinlich die Bettwanzen zum Beißen, ne? Oh, jetzt geht's in die Höhle hier. Ich bin gespannt. Mal sehen, was uns erwartet. Okay, Musik war dubios. Da oben sind irgendwelche Mäuse. Okay, die sind neu. Die sehen aber auch irgendwie niedlich aus. Ne? Ja, Rowdy Maus. Okay, dann wollen wir die mal verkloppen. Aktuell verkloppen wir aber nur Tiere, kann das sein? Okay, ein Schaden macht das Vieh. Das ist ja nix hier. Oh, 13. Das war ungünstig. Kritischer Erfolg bei mir. Ja, aber gut, die kriege ich auch ganz einfach weg. Ja, komm schon. Also, das ist ja jetzt ja nicht das Problem. Und viele Erfahrungspunkte geben sie auch. So, dich nehme ich auch noch mit. Ich nehme die jetzt alle mit, ne? Aber irgendwie die Gegner sehen jetzt alle so niedlich aus, irgendwie. Ne? Also, ja, guckt euch das doch mal an. Das ist doch niedlich, oder? Ja, so rowdy-artig sind die gar nicht aus hier. So, du hast gewonnen. Freu dich. 400 Erfahrungspunkte, du. So, wir könnten da hochgehen. Wir könnten links lang gehen. Was? Das ist ein Gegner? Angriffsschnecke. Angriffsnacktschnecke. Die kriechen. Ja. Was? Probier die, was ist das, ey? Warum? Ich kämpfe gegen Schnecken. Ich glaube, Schnecken hatte ich auch noch nie bekämpft in irgendeinem JRPG. Na komm, du musst auch mal treffen, Ness, ne? Was? Ich treff nicht! Das ist wahrscheinlich so schleimig, dass sie all meinen Angriffen ausweichen, ne? Jetzt haben wir es doch so. Erste Schnecke ist tot. Hat lange genug gedauert. Das war jetzt wirklich ungünstig. Ah, die Schnecke, der hat sich zurückgezogen irgendwie oder irgendwas war da gerade. Die konzentriert sich. Okay. Nächste Schnecke ist tot. Sehr schön. Ja, ich dachte, die haben sich konzentriert. Ich sehe nicht viel davon. Ihr schlagen trotzdem komplett daneben. Der attackiert 3 Schaden. 40 Attacke. Ja, sehr schön. Perfekt. So muss das sein. 108 Erfahrungspunkte. Nice. Oh, Baby. Deine Offensive ist bei 3 gestiegen. Speed 1. Oh, Baby. Dein Mut 3. Luck 1. Maximum HP 3. PP 1. Und ich habe jetzt Psi-Elping Alpha. Was immer das ist. Psi, was ist denn das? Okay, gerade hier kann ich nur das... kann ich doch bestimmt nachgucken, wenn ich Dings auswähle, oder? Status. Equip Check. Egal, kann ich im Kampf mehr angucken. Es ist ja die Frage, ich hätte natürlich auch direkt das durch den Höhleingang gehen können, aber ich weiß nicht, was jetzt hier der... Ich mache erstmal das jetzt. Ich laufe einfach mal durch. Kann hier ein bisschen durchgrinden. Ich sterb gleich. Okay. Ich glaube, ich muss einen Hamburger fressen. Ach ja, Elping, stimmt ja. Elping, ich... Ja, let's playing. Ja, klar. Okay, alles klar. Alles klar. Okay, also das ist meine Lieblingssache, Elping. Also ich kann jetzt hier mit Ness im Spiel let's playen. Das ist ja richtig hier... Das ist ja schon richtig hier Matrix-artig so. Ne? Ein Spiel im Spiel im Spiel. So, ich esse jetzt erstmal Hamburger. Ich habe davon genug. Also, wo ich sterbe. Ist halt die Frage. Mein Angriff heißt ein Psi-Katzen-Alpha, lol. Ist ja witzig. Ich finde das auch lustig, dass ich gegen Schnecken kämpfe. Guck dir die Viecher nochmal an, ey. Das ist so das, ich weiß nicht, das Ungefährlichste, was ich mir vorstellen könnte. Irgendwelche Nacktschnecken, die auf mich zugekrochen kommen, ne? Aber dafür liebe ich das Spiel, ganz ehrlich. Die Gegner sind ja herrlich, wirklich. Okay, das ist ein Gruppenangriff. Ja, aber will ich jetzt noch nicht, oder? Nee. Werde ich jetzt nicht gegen die Nacktschnecken anwenden.
Merke ich mal gegen schwerere Gegner oder so, wenn da mal ein paar heftigere kommen. Weißt du, jetzt nur die Schnecken da, das geht eigentlich. Die töte ich in einem Angriff. Jetzt treffe ich sogar mal und habe nicht irgendwie dreimal daneben getroffen. Das ist ja auch mal schön. 108 Erfahrungspunkte. Ich habe keine Ahnung, wo ich hier lang muss. Ich laufe jetzt einfach mal. Oh, hallo du! Und? Da eine magische Butterfliege hatte ich zum Relaxen.